überleiten. Da geht es um den Digital, vielen Dank, Digital Workplace. Ja, Slava ist das, der macht das immer so schön. Und da habe ich sogar eine Expertin, nämlich die Intranet Babette. Und die könnte mir ja im Grunde auch mal erklären, was das so damit auf sich hat. Ja, jetzt warte ich nur noch auf meine Babette. Hi, Rob. Ja, Babette, ich brauche mal deine Hilfe. Und im nächsten Panel geht es ja um Digital Workplace. Was ist denn das schon wieder? Die digitalen Arbeitsplätze sind unsere Zukunft. Sie eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten und spannende Werkzeuge, damit wir effektiver und effizienter zusammenarbeiten. Ja gut, aber was ist denn da so neu? Also in welchem Zusammenhang steht das denn eigentlich mit Social Collaboration, was wir bisher diskutiert haben? Na, Babette? Naja, der digitale Arbeitsplatz ist der Oberbegriff für die Integration der sozialen Anwendungen in ein ganzheitliches Konzept. Dabei musst du dich als Mitarbeiter natürlich abgeholt und in deiner Arbeit unterstützt fühlen. Sonst geht das Ganze nach hinten los. Das haben wir ja auch schon bei dem Punkt der Einführung von sozialen Plattformen besprochen. Für die digitale Arbeitsumgebung gilt aber zudem, dass sie nicht nur zum Austausch rund um deine Arbeit dient, sondern darin auch die Werkzeuge für die Erledigung deiner Arbeit integriert sind. Sprich, wenn du im Vertrieb zum Beispiel tätig wärst, solltest du leicht sehen, dass ein Kollege einen Kunden aus der gleichen Branche hat und ihr euch leicht Dokumente austauschen könnt. Ja, aha, aber setzen das nicht Unternehmen schon ein oder um? Nun, sie sind dabei und deshalb müssen wir darüber sprechen. Die Experten in dem Panel werden da sicherlich einige spannende Antworten haben. Ich danke dir, Babette. Auf Wiedersehen. Tschüss, Rob. Und jetzt habe ich...